So, dann schönen guten Tag miteinander. Für dieses exotische Thema ja doch ganz schön voll. Thema Barrierefreiheit, das gab es auch die letzten Jahre immer auf der PubCon. Teilweise mit mir, teilweise mit Olaf Drümmer. Und der kann dieses Jahr nicht, deswegen bin ich hier. Klaus Posselt mein Name. Und ich mache das schon eine ganze Weile. Und arbeite auch mit der Firma Axaya zusammen, die haben ein Plugin dafür geschrieben. Und deswegen dachte ich, wäre ganz gut, um dieses Thema hier mal wieder zu präsentieren. Explizit für die, die noch nie was mit Barrierefreiheit hatten, wir gehen schon so ein bisschen tiefer in die Materie rein. Also das ist jetzt nicht so, wir fangen an, das Dokument aufzumachen, sondern wie es auch drin steht, es geht eher um die exotischen Dinge, wie Fußnoten oder ähnliches mehr. Wer von euch hat denn schon mal barrierefreie Dokumente erstellt? Mal Finger hoch. Nicht mal die Hälfte. Traut euch, ist ganz einfach. Okay. Das ist, wie gesagt, jetzt ein bisschen was Fortgeschrittenes, wenn ihr ein paar einfache Sachen haben wollt. Jetzt gibt es nicht so viel Literatur. Es gibt einmal von der Firma Atale, gibt es diverse Geschichten, wo ihr das findet. Ich habe auf meiner Webseite jetzt auch was online gestellt, so ein Kurztutorial. Könnt ihr euch das auch mal angucken. Sonst am allerbesten fragt einfach. Also ich kann jetzt in 45 Minuten hier nicht alles zeigen, das funktioniert nicht. Deswegen, was ich mit euch machen möchte, das sind 10 kleine Dinge. Ob wir alle schaffen, weiß ich noch gar nicht. Also wenn ihr Fragen habt, brüllt einfach rein, fragt. Dann gehe ich euch auf ein. Das sind Geschichten, die, manche haben was mit Internet zu tun, dann nerven sie einfach tierisch. Und ich will euch zeigen, wie man damit umgeht. Und andere Sachen sind allgemeine Probleme der Barrierefreiheit. Und vorweggenommen, bei mir ist das so, ich habe irgendwann mal einen Kundenauftrag bekommen, der meinte, du kannst du barrierefrei werfen, das konnte ich nicht. Habe mich dann in die Technik reingearbeitet, was jetzt letztendlich nichts anderes ist als das, was ihr seht hier, Fußnoten, muss man wissen, wie man die baut und kriegt man die auch hin. Das Spannende, was ich dann mit der Zeit mitbekommen habe, ist eigentlich nicht, dass es da einen Knopf dafür drauf funktioniert, sondern vielmehr, dass man auch eigentlich die Ideen dahinter besser versteht. Also viele von euch werden wahrscheinlich sagen, Inhaltsverzeichnis fertig setzen, rein damit, Ende fertig aus. Was das aber eigentlich bedeutet für die Inhalte, das ist vielen gar nicht klar. Und wenn man mit der Barrierefreiheit arbeitet, dann wird einem teilweise auch viel besser klar, was die Inhalte überhaupt eigentlich wert sind. Und das zeige ich euch mal. Deswegen geht es jetzt auch direkt in die Praxis. Also ich zeige jetzt alles schön in Acrobat und in InDesign, keine bunten Folien. Das erste, was ich mir ausgedacht habe, und das habe ich auch in der Agenda gezeigt, das sind lange Formate. Ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, dass ihr jetzt eigene Definitionen habt oder so. Bei mir ist es häufig so, wenn ich Fremddaten bekomme, ich muss das Panel jetzt mal ein bisschen weiter aufziehen, dann sehen die teilweise so aus. Ich zoome mal rein. Ne? Da toben dann gerne sich mal Designer aus, um zu definieren, wie ist denn jetzt eigentlich das gedacht. Und es muss präzise drinstehen, wie das Ganze ist. Das Plus dahinter ist dann gerne noch das meiste, was es gibt. So von wegen, ja, und eigentlich ist es eh nicht richtig definiert. Klassischer Alltag. Das, was es ja normalerweise als Grundlage hat, ist eben das Tagging in InDesign, dass ich sage, du bist eine Überschrift, du bist ein normaler Absatz. Und eine der gemeinen Schichten bei diesen langen Formatnamen, und das ist ein InDesign-Bug, ist, wenn ich das Ganze jetzt exportiere über die stinke normale Exportfunktion und sage jetzt Druck-PDF oder interaktiv, das ist relativ egal. Hauptsache, es wird barrierefrei gemacht. Also ich habe jetzt hier mal so ein Setting vorbereitet, barrierefrei. Wenn ich das jetzt ausgebe und mache das halt auf, kann ich mir angucken, wie das Ganze funktioniert. Bekannterweise, wer das schon mal gemacht hat, also früher tobten sich die Leute gerne in diesem Textpanel hier aus und sind hier rauf und runter gegangen, das empfehle ich euch nicht. Das ist sehr mühselig, gerade bei langen Dokumenten. Im Regelfall benutze ich das hier oben. Das ist ein Plugin von der Firma Colors, gibt es auch umsonst, könnt ihr euch installieren. Was nichts anderes macht, als ein barrierefreies PDF erstmal anzuzeigen. Also blau heißt immer, das ist tendenziell potenziell barrierefrei, orange wäre es auf keinen Fall barrierefrei. Das heißt, der prüft erstmal, ob der Text drin sind. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, generiert er mir einfach eine Webseitenansicht. Also er nimmt sozusagen den Inhalt und baut via HTML und CSS einfach das Ganze nach. So wie eigentlich auch die Grundidee ist. Also einfach eine andere Ansicht zu generieren. Wenn ich jetzt mal in die Strukturansicht gehe, sehe ich hier schon so ein bisschen schwierig mit der Darstellung. Also irgendwas scheint da nicht hinzuhauen. Hier oben hat er es richtig hingekriegt, da hat er den Tag richtig zugeordnet, aber nicht hier. Und das ist ein kleines Problem, was technischer Natur ist. Und zwar jetzt gehe ich doch mal hier rein. Blätter mich hier mal durch. Und zwar gibt es jetzt hier sozusagen, man sieht es schon recht gut, gibt es jetzt hier das Absatzformat und normalerweise wird es einfach gemappt auf die Rolle, die es hat. Und in unserem Fall gehe ich jetzt mal in die Rollenzuordnung rein. Da solltet ihr nicht unbedingt rein müssen. Also im Optimalfall guckt ihr gar nicht rein. Und das Erste, was das so umläuft, wisst ihr vielleicht, Adobe hat da öfter schon Probleme gehabt, hat es auch immer noch. Und die zweite Problematik sind lange Formate. Da gibt es Beschränkungen, interne Beschränkungen, müsst ihr auch gar nicht so genau wissen an der Stelle. Wichtig ist, bei sehr langen Formatnamen funktioniert das sogenannte Mapping nicht. Das heißt, der Formatname, den ihr in InDesign habt, wird nicht korrekt auf die Rolle gemappt, die ihr definiert habt. Und Variante 1, die ich jetzt hier machen kann, ich könnte per Hand jeden einzelnen Eintrag umbenennen in Acrobat. Wenn ihr so eine 600-Seite habt, nicht spaßig. Also würde ich euch nicht empfehlen.
Die allerbeste Variante, die ihr machen könnt, ist, man nimmt sich einfach das Format und benennt es irgendwie etwas kürzer. Ich mache jetzt mal mein Format raus, beispielsweise. So, jetzt mal nicht ein Format, sondern mein Format. Und wenn ich das Ganze jetzt in der Form ausgebe, also ich habe jetzt nichts irgendwie großartig Tolles gemacht oder so, ich gebe das einfach nochmal aus und gucke jetzt hier ins Panel rein, oder ich kann halt auch die Variante hier nehmen, jetzt sieht man schon, jetzt sieht es vernünftig aus. Also da müsst ihr einfach darauf achten, macht nicht so lange Formatnamen, beschränkt euch ein wenig und dann passiert euch das nicht. Das ist ein ganz kleines Geheimnis, da muss man halt mit der Zeit mitgehen. Das lernt man auch irgendwann. Gut, die nächste Geschichte, die ich zeigen will, und die fand ich inhaltlich schon wesentlich spannender, zwar das sind Inhaltsverzeichnisse. Wer von euch benutzt denn die Inhaltsverzeichnisfunktion in InDesign? Ich wollte das erste Mal bei mir 100% der Leute sich melden, wie das hat auch funktioniert. Also, wenn ihr ganz normal die Inhaltsverzeichnisfunktion benutzt, das ist hier Layout, Inhaltsverzeichnis, ihr kennt es ja wahrscheinlich, aber ihr habt sauber mit Absatz und Formaten gearbeitet, ich gehe davon aus, ihr arbeitet alle sauber mit Absatz und Formaten, dann ist es gar kein Problem, der generiert euch das. Und ich habe es hier oben jetzt mal reingepackt, das ist ein sehr kurzes Dokument, es geht ums Prinzip, ist jetzt auch verschachtelt mit zwei Überschriftenhierarchien, die sich im Dokument befinden. Wenn ich das jetzt tendenziell ausgebe, dann würde es normalerweise mit einem 500-Seiten-Dokument irgendwo drin stehen. Und wenn ich das finden will, dann muss ich irgendwie wissen, wo es steht. Das heißt, ich muss das Buch blättern oder wie auch immer. Also ich kann es nicht optisch vielleicht schon, aber sonst semantisch kann ich es nicht unterscheiden vom Inhalt. Und seit Acrobat 5, seitdem es dieses Tagging gibt, gibt es schon relativ lange auch ein Tag dafür. Da könnt ihr in InDesign aber nichts machen an der Stelle, das kommt nicht raus. Man kann das per Hand nachbauen, das dauert ewig und ich kann es euch auch nicht empfehlen. Und das ist eine der Geschichten, die ist dieses Plugin, was ich jetzt hier benutze, das heißt Made to Tag, das ist von der Firma Axario. Und die haben sich darauf spezialisiert, vernünftige, barrierefreie Dokumente aus InDesign zu generieren. InDesign selber ist dafür leider aus verschiedenen Gründen nicht sehr tauglich, also da kommt viel Müll daraus. Und was ich jetzt einfach nur mache, ist, wenn ich das ausgebe, also man kann ein paar Sachen definieren, welche Datei ich beispielsweise ausgeben will. Und was ich jetzt mache, ist eine Funktion einfach zu benutzen, die hier drin ist, die mir nacheinander einfach Arbeit spart, das ist Inhaltsverzeichnis optimieren. Und wenn man diese Funktion benutzt, macht ihr automatisch das, was ihr sonst per Hand in InDesign machen müsstet. Also ihr nehmt das Inhaltsverzeichnis und packt das in den entsprechenden Tagging-Container rein. Ich sage jetzt mal PDF erzeugen. Und dann schmeißt ihr mir das jetzt hier gleich raus. Ach, ich hätte es noch danach anzeigen können. Das bekommen wir auch noch hin. Und das ist jetzt mein Inhaltsverzeichnis. Ich habe es jetzt sogar nicht als Montageflächen ausgegeben, was eigentlich auch nicht korrekt wäre. Die wichtige Funktion dabei ist, wenn ich jetzt hier mal in diese Ansicht wieder gehe von Made to Tag, dann sehe ich, dass das Ganze in der entsprechenden Form drin ist. Und das eigentlich Interessante ist dabei, das kennt ihr vielleicht auch aus dem EPUB, wenn ihr euch damit schon beschäftigt habt, es gibt für sowas immer extra Konstrukte. Also im EPUB gibt es halt auch einen extra EPUB-Type, wie das da heißt, das dafür da ist, sozusagen semantisch, inhaltlich überhaupt das Inhaltsverzeichnis aufzufinden. Und normalerweise, wenn man es ganz grundlegend betrachtet, ist es normaler Text, der mehrfach im Dokument vorkommt, aber um ihn zu finden, müsst ihr ihn halt speziell auszeichnen. Und da gibt es halt in dem Fall hierfür dieses TOC und TOCI, wie die Einträge hier im PDF heißen. Und damit kommt es auch beim Sauber rüber. Empfiehlt sich auf jeden Fall zu machen. In frühen Zeiten war es immer so, dass die Screenreader das nicht unterstützt haben, deswegen hat es keiner benutzt. Inzwischen ist es aber relativ gut umgesetzt. Gut, nächste Geschichte. Ich rate jetzt einfach mal ein paar Sachen durch. Dann mache ich gleich mal beide Dokumente auf. Und zwar geht es da um ganz normale Hyperlinks. Kennt ihr wahrscheinlich, die ihr im Dokument haben könnt. Ich habe die hier mal farblich hervorgehoben. Ihr habt auch Querverweise innerhalb der Dokumente, das gibt es auch. Und ihr habt an der Stelle auch die Möglichkeit, sogar in InDesign auf bestimmte Bildelemente, Grafikelemente Links zu setzen. Und am Anfang, ich habe jetzt mal dieses Dokument gebaut, ich glaube, ihr wisst, wie das geht. Ihr nehmt das Hyperlinks-Panel und baut euch das zusammen an der Stelle. Oder das Querverweis-Panel, je nachdem, auf welche InDesign-Version ihr habt. Aber grundsätzlich hat sich da auch seit CS5.5 mal was geändert in der Ansicht, wie das Panel ausschaut oder so. Aber die Funktionalität ist schon immer dieselbe gewesen. Heißt, wenn ihr einen klickbaren Link haben wollt, müsst ihr die Hyperlinks-Funktion verwenden. Wenn man das gemacht hat, dann gibt man das Dokument einfach aus, aktiviert dabei die entsprechende Option und das kommt das Ganze bei raus. Wer von euch das schon mal gemacht hat und mit InDesign die ganzen Geschichten ausgibt und prüft das Ganze im Pack, also dieser PDF Accessibility Checker, dann kriegt ihr jedes Mal einen Merkel, der meckert halt an, es gibt keinen alternativen Text dafür. Das ist so in der Norm vorgeschrieben und InDesign schreibt das nicht raus. Das heißt, ihr müsstet jetzt theoretisch für jeden einzelnen Link, den ihr im Dokument drin habt, händisch in Acrobat hingehen, sagen, Eigenschaften anzeigen, Ersatztext eintragen. Wenn ihr ein Dokument habt, was ein paar hundert Seiten stark ist, ihr habt keine Freude dran. Das macht keinen Spaß. Und hier genau dieselbe Geschichte. Wenn ich Made to Tag für die Ausgabe verwende, dann ist es beispielsweise automatisch mit gefixt an der Stelle.
Und jetzt sage ich es mir auch gleich mal danach anzeigen, nicht, dass das jetzt falsch wird, die Datei möchte ich ausgeben. Und hier ist das Interessante dabei sozusagen, ja, das war jetzt nicht so wie gewollt, hier ist jetzt letztendlich das Interessante dabei, dass er die Datei ganz normal als PDF generiert. Ihr habt jetzt klickbare, vernünftige Links sozusagen drin, also ihr könnt über die rüberfahren und könnt die dann anklicken. Und das Essentielle ist für euch, und dafür könnt ihr dieses Plugin in Acrobat auch sehr gut benutzen, ihr seht beispielsweise mal relativ gut, unabhängig vom Zeichenformat oder von der optischen Formatierung im PDF, ob das Ganze halt gut funktioniert. Das heißt, wenn es hier blau unterstrichen ist, ist es immer ein Link an der Stelle. Und ich kriege ein Fingerchen und wenn ich drauf drücken kann, dann komme ich auch wirklich hin. Wenn ihr Querformat, ja? Nein, das ist der Alternativtext von dem Bild. Den habe ich schon in Acrobat, InDesign eingetragen. Also von der Sache her ist es... An welcher Stelle? Also die Standard-Acrobat-Funktion ist Objekt-Export-Optionen und dann gibt es hier den alternativen Text. Da kann man ihn einstellen. Also wenn ihr lange Dokumente habt, ich mache das meistens hier auch mal mit Mail-to-Tech, weil ihr habt in InDesign keine Kontrollfunktion, habt ihr den schon eingetragen oder nicht, das ist total nervig. Also muss jedes Bild einzeln anklicken und gucken, habe ich schon, habe ich nicht. Dann gibt es das aus, machst du Prüfung, dann sagt ihr, hast was vergessen. Und dann geht es von vorne los. Deswegen mache ich das gerne hier mit diesem Dokument. Ich habe nachher noch ein besseres. Da könnt ihr euch die komplette Übersicht anzeigen lassen. Das ist auch so eine nette Funktion, die einem das Leben so ein bisschen einfacher macht. Essentiell an der Stelle jetzt bei diesem Dokument war es an sich der Bildtext, den muss ich halt reinschreiben, wenn ich die Prüfung bestehe. Sonst kriege ich halt angesagt, du hast keinen alternativen Text. Essentiell an dem Beispiel waren aber eher die Hyperlinks gewesen, dass ihr die, wenn ihr die normal benutzt, rausgebt. Und das ist ein allgemeines Kriterium. In InDesign benutzt einfach die Features, die das Programm hat. Also kein Mensch würde heutzutage wahrscheinlich mehr auf die Idee kommen, wenn ich eine Tabelle brauche, Unterstrich, Unterstrich, Unterstrich und dann geht er in die nächste Zeile und schreibt weiter. Dann nimmt ihr alle hoffentlich das Tabellenwerkzeug für. Und genau dasselbe gilt halt auch für die Hyperlinks. Gut, mache ich mal weiter, damit wir noch ein paar Sachen schaffen. Fußnoten. Wer muss mit Fußnoten in InDesign arbeiten? Das ist also recht wenig. Ich beneide den Rest auf jeden Fall auch. Ich habe mal zwei Sachen aufgebaut. Also wer noch nie eine Fußnote gemacht hat, ist auch relativ einfach. Ihr geht hier irgendwo rein an eine Stelle und sagt halt einfach, ihr hättet gern eine entsprechende Fußnote. Muss ich jetzt mal nicht machen. Ich sage gleich vorweg, die Fußnotenfunktion in InDesign ist, glaube ich, das am meisten angemeckerte Feature und das größte Feature-Request seit Jahrzehnten. Da könnt ihr auch 5, 5 oder 14 verwenden, ist alles dasselbe. Also InDesign ist da tendenziell so geblieben, wie es ist. Was definitiv nicht geht, also ihr müsst, wenn ihr es haben wollt, die Fußnotenfunktion nutzen. Das heißt, eins, was ich euch mal zeigen kann, was nicht geht, das habe ich leider sehr oft, sind solche Geschichten. Dass ich hier unten quasi einen extra Textrahmen habe und dieser extra Textrahmen sozusagen nicht im normalen Textfluss sitzt und da sollen die Fußnoten drin sein. Im schlimmsten Fall schiebe ich den nur irgendwie noch nach da oder so. Das kann InDesign mit der Layout Engine einfach nicht abdecken. Damit könnt ihr die Fußnotenfunktion nicht benutzen. Die ist aber essentiell, damit ihr eine barrierefreie Fußnote hinbekommt. Insofern ihr dieses Feature benutzt, Fußnoten einfügen in InDesign, kommt auch eine Fußnote nach entsprechendem Schema raus. Und da könnt ihr einfach sagen, Datei exportieren. Ich schmeiße das mal wieder auf meinen Desktop raus. Lass mir das auch gleich anzeigen. Und dann habe ich hier die entsprechende Fußnote. Ich habe es jetzt optisch für euch hervorgehoben. Man kann es erkennen, wenn man wieder in das Strukturpanel geht oder ich mache es jetzt mal an der Stelle. Und das Einzige, was für euch jetzt interessant ist, es muss hier ein kleines Note-Element stehen. Also das ist eine Fußnote. Hier oben an der Stelle, wo ich meine 1 habe, da steht eine Referenz. Es ist eine Referenz auf einen Eintrag. Das ist relativ simpel gelöst und damit aber trotzdem entsprechend der Norm. Schwierig ist, dass das PDF-Konstrukt eigentlich nicht mehr abdeckt. Und ich zeige mal ein Beispiel, wie ich das im EPUB teilweise inzwischen mache. Da gibt es nämlich eine andere Möglichkeit. Und zwar habt ihr da die Chance, sozusagen Fußnoten bei der Ausgabe aus InDesign als sogenanntes Pop-up einzubauen. Das heißt, wenn ich jetzt hier aufklicke, beispielsweise geht es auf. Und das ist das, was ich auch meinte mit dem inhaltlichen Beschäftigen der Funktion, die man hat und der Inhalte. Eigentlich ist eine Fußnote eine Art von Verzweigung. Also ihr kommt an diese Fußnote und ihr wisst nicht, was der Leser will. Will er sie lesen, will er sie nicht lesen. Und er muss immer wieder die Chance haben, zurückzuspringen, theoretisch. Also das ist der optimale, beste Use Case, den man hat. Das schaffe ich im EPUB super. Und im PDF ist das technisch an der Stelle nicht möglich aktuell. Also der aktuelle PDF-Standard lässt nicht zu, gehe zur Fußnote, springe runter und springe wieder rauf. Das ist technisch nicht lösbar. Damit auch nicht Teil der Norm. Das heißt, wenn ihr mal einen Kunden habt, der meckert, das geht aber nicht, das will ich nicht, ist völlig egal. Wenn ihr ein barrierefreies PDF erstellt, dann heißt es PDF UA erstellen und da heißt es, es muss ein Reference-Tag und ein No-Tag drin sein. Der ist drin, fertig, Ende, aus.
Es ist eine auch der Schwierigkeiten mit Kunden, die ich häufig habe. Man muss den Leuten erklären, wie es ist. Und man muss sich nicht die Finger krumm machen. Also solltet ihr auch bitte nicht tun. Gibt es so eine Fußnotenfrage? Weil häufig das immer so ist, ja, da hinten der I. Du musst es per Hand machen. Also das wäre der klassische Schritt, den möchte ich hier extra nicht zeigen, aber du musst es per Hand machen. Es gibt auch noch eins, das kann ich euch noch zeigen. Das ist so eine Geschichte, die hat jemand mal gebaut. Das war Markus Erle und Samuel Hoffer, die sind auch in dem Bereich sehr aktiv. Die haben mal ein Dokument gebaut, was theoretisch schön wäre. Und ich passe mal kurz auf, damit ihr es mal sehen könnt. Also sprich, die haben hier unten ihre Fußnoten drin und die haben hier so einen Zurücklink eingebaut, dass wir wieder zurückspringen können mit einem echten Hyperlink. So wie wir es alle auch theoretisch von der Usability toll finden würden. Die haben sich per Hand die Finger krumm gemacht. Also wenn ihr einen Kunden habt, der euch das bezahlt, könnt ihr das gerne tun, aber es ist nicht Pflicht für die Barrierefreiheit. Also das ist auch dieser Unterschied, den ihr habt. Gut, weiter geht's. Ich habe ja nicht mehr so viel Zeit, ich muss ja noch hier schnell reden. Verankerte Rahmen. Oh, eins meiner Lieblingsthemen. Wer von euch verankert nicht Rahmen? Jetzt möchte ich keine Hand hochgehen sehen. Sehr gut, ich habe euch erzogen. So muss das sein. Verankerte Rahmen sind seit CS5.5 ja relativ einfach. Ich kann es jetzt mal an dem Beispiel zeigen. Ich habe jetzt hier ein Bild. Und ich möchte nachher im Barrierefreien, dass es an einer bestimmten Stelle vorgelesen wird. Das heißt, in meinem Fall hier nach dem Wort hier unten. Und die Idee von InDesign an der Stelle ist Office EPUB. Ich habe dieses Artikelpanel und da kann ich die Inhalte reinziehen. Das heißt, wenn ich diesen Textrahmen als erstes reinziehe, wird er von A nach Z komplett vorgelesen. Wenn ich danach das Bild reinziehe, wird danach der Alternativtext fürs Bild vorgelesen werden. Oder ich schiebe es davor. Mitten rein geht aber im Artikelpanel. Das heißt, ich muss mich entweder entscheiden, ob es davor oder danach vorgelesen wird, oder die nette Variante ist, ich nehme einfach diesen kleinen, entsprechend ebenen Farbeneintrag hier oben und den ziehe ich jetzt rüber, einfach an die entsprechende Position. Dann kriege ich auch so ein Ankersymbol, das kann man sich auch anzeigen lassen, bei mir kriege ich jetzt eine Strichlinie. Und dann wäre es so, wenn ich diesen Rahmen jetzt ins Artikelpanel ziehe, ist automatisch Text und Bild drin. Damit würde er die Überschrift vorlesen, den ersten Eintrag, dann den Alternativtext fürs Bild und wenn ich die BU dazu haben möchte, beispielsweise ziehe ich die auch rein. Das gleiche kann ich auch mit der Überschrift machen, die kann ich auch an die entsprechende Position ziehen. Also nachdem BU kam, bitte die Überschrift vorlesen. So verankert man relativ charmant ja seit CS5.5. Und wenn ich das Ganze jetzt mit InDesign-Bordmitteln ausgebe, das mache ich einfach mal, lasse mir das anzeigen, sieht es erstmal tendenziell sehr schön aus. Und wenn ich mir jetzt hier die entsprechende Reihenfolge anschauen lasse, dann seht ihr, die funktioniert sogar. Also nach dem ersten Absatz kommt das Bild und dann schaut es aber irgendwie komisch aus mit der Bildunterschrift und mit der nächsten Überschrift. Die sind schon so merkwürdig hier dargestellt. Und das ist auch ein Stück Erfahrung, wo ich mich auch mal gewundert habe, was machen die da? De facto wird das beides von InDesign. Das ist ein lange, lange bekannter Bug. Die werden als Bild ausgegeben. Und eine Bildunterschrift, die ein Bild ist, nicht clever. Eine Überschrift, die ein Bild ist, ist auch nicht clever. Also an der Stelle habe ich in InDesign auch zu der Überschrift gesagt, du bist eine Überschrift. Da kam nichts an im barrierefreien PDF. Diesen Bug gibt es seit CS5.5, er wurde nicht gefixt. Ob das jemals geschieht, ich weiß es nicht, ich hoffe es ja noch, aber es ist nicht. An der Stelle gibt es einen Workaround, der heißt auch an der Stelle wieder Made to Take. Also ihr seht schon, ihr kommt manchmal mit InDesign-Bordmitteln nicht sehr weit. Jetzt gebe ich das Ganze mal aus und sage, hier gibt es keine entsprechende Funktion. Verankerte Rahmen optimieren. Das heißt, der verstellt verschiedene Dinge mit diesem verankerten Rahmen an. Und schleust sie quasi an dem, was InDesign sonst so produzieren würde, relativ elegant vorbei. So, ich mache es jetzt mal. Ich generiere das Dokument mal raus. So, das ist jetzt mein Dokument. Selbe Geschichte von vorne. Ich lasse es mir anzeigen. Und wie ihr seht, jetzt ist alles so drin, wie es drin sein soll. Und wenn ihr mal wirklich, also ich hatte neulich ein Steuerdokument, das waren irgendwie so 40 Seiten, wo alle Überschriften in der Marginalspalte saßen. Könnt ihr überlegen, ob ihr das per Hand denn fixen wollt oder nicht. Gut, ich räume mal kurz hier ein bisschen auf, dass wir hier nicht ganz durcheinander kommen. So groß ist mein Monitor ja auch nicht. So, jetzt was ganz Einfaches. Wer arbeitet mit Bildunterschriften von euch? Sehr gut. Bildunterschriften sind wichtig und viel benutzt. Es gibt dazu einmal in InDesign diese Funktion Bildunterschrift generieren. Die gibt es in dynamischer Form und in statischer Form. Da kann ich theoretisch aus diesen Metadaten des Bildes sogar auslesen, was da in dem Bild als Alternativtext drin steht. Das ist eine der netten Funktionen, die zwar toll in InDesign funktioniert, aber nichts mit der Barrierefreiheit zu tun hat. Also es ist ein reines Satzfeature. Ob man es toll findet oder nicht, ist noch eine ganz andere Frage. Im Gegensatz zu dem Hyperlinks- oder Fußnotenbereich hat das überhaupt keine Auswirkungen auf die Semantik. Und für den semantischen Bereich gibt es extra einen Tag dafür, der heißt Caption. Einfach aus dem Grund, dass ich direkt diese Funktion eben auch ansprechen kann und ich sagen muss, das ist ein normaler Absatz.
Wenn ihr das machen wollt, dann gibt es eine ganz simple Methode. Also da braucht ihr auch kein großartiges Wissen von InDesign für. Ihr müsst nur sauber arbeiten. In meinem Fall habe ich das jetzt so gemacht. Ich habe hier unten einfach immer mal einen Rahmen angesetzt. Habe da die Bildunterschrift reingepackt. Schaut auch bitte, dass das hier nicht mit einem harten Umbruch getrennt ist, sonst sind es zwei Absätze. Also da muss man auch gucken, dass das inhaltlich wieder logisch ist. Und das habe ich einfach gemacht, dass ich hier ein eigenes Format definiert habe. Das heißt das P-Caption, so habe ich das für mich benannt. Das ist auch eine Geschichte, die habe ich mir angewöhnt. Ich benenne meine Absatzformate immer semantisch. Weil dieses kleine Überschrift, große Überschrift ist immer, man ist ein kleiner, ist ein groß. Wenn ihr lange Dokumente habt, größere Templates und ihr schreibt darin wichtige Überschrift, unwichtige, das sind alles nicht bezeichnende Namen. Eine Semantik im Sinne von H2 weiß jeder, ist eine Überschrift der zweiten Ordnung. Das muss ich eigentlich keinem erklären, der irgendwie halbwegs im Thema drin ist. Deswegen mache ich es nebenbei mal an der Stelle semantisch. Und die Sache gebe ich ganz normal über das InDesign aus, da muss ich mich auch nicht verrenken. Und wenn ich das jetzt in Form eines barrierefreien PDFs ausgegeben habe und öffne mir das ganz normal in Acrobat, gehe jetzt in die Voransicht, um ein bisschen bequem zu sein, dann kriege ich das alles angezeigt. Was ich aber habe, ist ein ganz normaler Absatz. Das heißt, wenn jemand jetzt beispielsweise einen Screener benutzt als Blinder und sagt, gib mir mal alle Bildunterschriften aus, weil ich möchte die jetzt haben, muss er alles durchlesen von A nach Z. Er hat keine Chance, das zu finden. Und um das entsprechend aufzubauen, dass ich dafür halt die Funktion habe, dass das auch eine Bildunterschrift ist, kann ich, wie ich es vorhin schon gezeigt habe, bei dem schlimmen Dokument, wo es nicht geklappt hat, aufgrund der langen Formatnamen, kann ich jetzt einfach in der Rollenzuordnung zu und her gehen und kann das umbenennen. Der Vorteil, wenn ich es über diese Rollenzuordnung mache, ist, es gilt immer für das ganze Dokument. Die Alternative ist, man kann an jede Bildunterschrift gehen und das händisch ändern, was immer nicht so schön ist. Und das ist eine Geschichte, jetzt habe ich vergessen, Markus Jasker noch freundlich darauf hinzuweisen, jeder muss jetzt leider per Hand wissen, was er hier einträgt. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt hier ein Auswahlmenü bekommt, das bekommt ihr dann, wenn ihr es einzeln ersetzt. Aber an der Stelle müsst ihr wissen, dass das Ding Caption heißt. Es ist ein Usability-Bug in meinen Augen, der auch in Acrobat DC übrigens nicht gefixt wurde. Und ihr könnt es nachlesen, immerhin das. So, ich zeige es euch mal. Und jetzt habe ich hier unten halt eine Caption drin, die entsprechend gekennzeichnet ist. Also das sind relativ simple Methoden sozusagen, Funktionen anzusprechen und zu benutzen, die mit einem Klick fertig sind. Das ist eine auch der wenigen Ausnahmen. Ich propagiere sonst immer zu den Leuten und sage, wenn ihr das macht im InDesign, schaut, dass ihr in Acrobat bitte nichts nacharbeitet. Weil Arbeiten im Textbaum in Acrobat ist Strafarbeit, ganz ehrlich. Und das ist eine der ganz wenigen Funktionen, wo ich sage, da macht das halt Sinn. Weil das lässt sich mit den Bordmitteln von InDesign einfach nicht lösen. Nächster Punkt. Zitate ist genau dieselbe Geschichte. Wenn ihr sowas mal habt, ist es schön, wenn das Ganze eben auch hinten raus als Zitat gekennzeichnet ist. Weil man es auch einfach finden kann an der Stelle. An der Stelle ist es auch wieder eine Frage, es wird euch keiner in den Kopf abschneiden, wenn das kein Zitat ist. Weil es gibt auch keine Maschinenprüfung, die euch gesagt hat, ich glaube, das ist ein Zitat, du hast das nicht als Zitat getaggt. Das ist aber vom Prinzip genau dasselbe, wie ich es eben hatte. Ihr geht wieder in die Rollenzuordnung und mappt das Ganze eben auf den entsprechenden Eintrag. Und hier ist es noch ein bisschen gemeiner. Weiß einer, was ich reinschreiben muss? Traut sich einer? Für meine Studenten habe ich sonst immer Gummibärchen als Belohnung, weil da funktioniert es. Aber bei euch wahrscheinlich nicht so gut. Stefan, nächstes Mal Gummibärchen für mich bitte hinstellen. Ja, sehr gut. Also, Blockpoint wäre der Eintrag. Und wenn ich das jetzt Witsche rein, das entsprechende, denn sieht auch hier alles jetzt nicht so schön dargestellt, aber es ist ein entsprechendes Blockwort in der Anzeige. Was ganz wichtig ist und ganz interessant ist an der Stelle, viele Leute sagen, also das muss ich so machen, das ist wichtig. Ich habe diverse Kunden, die müssen das machen, weil der Auftraggeber hat gesagt, du musst barrierefrei produzieren. Die meisten Auftraggeber kriege ich aber meistens damit, dass ich sage, Google mag das total. Weil Google sonst liest nicht eure PDF-Dokumente, wenn ihr die online stellt, sondern Google liest maximal die Semantik, die drin steckt. Je besser die Semantik des Dokuments ist, desto besser wird ihr auch bei Google im Ranking. Und damit kriegt man meistens immer die Werbeagenturen. Also die normal interessiert es nicht, aber das ist dann wieder was sehr Interessantes. Okay, dann die nächste spannende Geschichte. Haben wir Schweizer unter uns hier? Multilinguales Sätze in der Schweiz ist eine Geschichte, die kennt in Deutschland hier kaum jemand, weil wir sprechen alle Deutsch, maximal Sächsisch, Bayerisch oder Berlinerisch an der Stelle. Und gerade in der Schweiz ist es beispielsweise aber so, dass natürlich sehr viele Publikationen gibt, die sind einfach mehrsprachig. Und es gibt es auch teilweise im Deutschen, ich habe jetzt mal so ein deutsches Beispiel mit der Mixtur zum Denglischen genommen. Es gibt sehr viele Einträge, die teilweise innerhalb von Sätzen stehen, die einfach Anglizismen sind oder wirklich krass englische Wörter. Und jeder, der es mal probiert hat, sich selbst von Siri beispielsweise oder sowas, fremdsprachige Dinge in einer falschen Stimme vorlesen zu lassen, das klingt einfach nur witzig.
Und das Verständnis ist nicht wirklich immer gegeben. Und dementsprechend sollte man auch dafür sorgen, das ist ja auch eine Forderung im PDF-UA-Katalog, dass Spracheinträge sozusagen, die nicht mit der Dokumentensprache übereinstimmen, also ich habe jetzt zum großen Teil ein deutsches Dokument, das ist ja ein Spracheintrag Deutsch, und Dinge, die davon abweichen, müssen einen separaten Spracheintrag bekommen. Alle Leute, die ganz normal HTML und Co. machen, die kennen das schon seit Menschengedenken. Aber an der Stelle ist das halt so, in InDesign kann ich das auch schon einbauen. Was viele erst dann bemerken, wenn sie auf einmal merken, dass irgendwie der Trend hier falsch. Dann kommen viele Leute auf die Idee zu gucken, warum trennt der falsch und stellen häufig fest, dass ihre Dokumente aus welchem Grund auch mal auf Englisch eingestellt sind. Dasselbe könnt ihr jetzt in dem Fall auch für diese simplen Dinge hier machen. Das ist jetzt beispielsweise einfach ein Ding, was ich für die optische Erfolge mal jetzt so rot gemacht habe. Das ist aber jetzt relativ unerheblich, die können auch normal sein. Und hier habe ich einfach eine Auszeichnung hinterlegt im Format. Und dieses Format ist momentan auf Bold gestellt und auf Rot, das ist relativ egal. Und was ihr aber an der Stelle machen könnt, ihr könnt für diese einzelnen Zeichenformate auch die Sprachen definieren. Und zwar könnt ihr hier einfach sagen, normalerweise steht da keine Sprache drin, damit ist die entsprechende Absatzsprache eingestellt. Und hier könnt ihr jetzt einfach sagen, pass auf, du bist Englisch. Und damit habt ihr zum einen halt den Vorteil, dass ihr die Sachen sauber trennt, wenn ihr jetzt längere Sachen im Dokument drin habt. Zum anderen seid ihr zufällig dann auch abfallweise, sag ich mal, barrierefrei. Das funktioniert sehr, sehr einfach. Es ist ein bisschen nervig, wenn man große, lange Dokumente mit vielen Anglizismen hat. Was ich den Leuten dann empfehle, ist beispielsweise, benutzt Grep-Stile. Wer war gestern bei Kai Grep? Das war die letzte Session gewesen. Ich war nicht da, ich musste noch Folien vorbereiten. Nein, ich doch nicht. Deswegen, der hat einen Einblick gegeben, wie das Ganze mit Grep funktioniert. Und ich mache sowas häufig per Grep, dass ich dann eine Liste einfach wegarbeite und automatisch mit entsprechenden Spracheinträgen. Dasselbe habe ich auch mal vorbereitet für komplette Dokumente. Da ist die Sache ein bisschen komplizierter, dass ich teilweise rechts und links, in meinem Fall jetzt mal, habe ich jetzt das Englische auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Deutsche. Das sind in meinem Fall ist es jetzt ein Absatzformat und damit ist es logischerweise auch eine Sprache. In einem Absatz gibt es nur eine Sprache. Und wenn ihr jetzt längere Dokumente macht und ihr wisst es vorab, dann solltet ihr, das ist der offizielle Fall, einfach ein neues Absatzformat anbauen, das hat auch Heike ganz gut erklärt. Das nennt ihr jetzt, ich nenne es jetzt mal Deutsch beispielsweise. Und hier könnt ihr jetzt einfach reingehen und sagen, okay, nee, das ist ja das Deutsche. Das ist Deutsch, genau. Deutsche. Und dieses Format hier, das Englische, das muss sozusagen einfach im Absatzformat auf Englisch umgestellt werden. Das wäre die gute Variante. Häufig ist es bei mir so, ich kriege immer schlechte Dokumente. Und teilweise sehe ich natürlich auf den ersten Blick auch nicht, was ist denn in welcher Sprache eingestellt. Das sieht man nirgendwo, es sei denn, man geht jedes Mal rein auf jede Seite und sagt, Absatzformat, guck mal, ist falsch. Das ist eines der netten Features auch, die Made-to-Tag drin hat. Der kann euch die Sprache anzeigen. Und was ich total geil finde, ist, ich habe das mit allen Dokumenten gemacht oder mit Kundendokumenten, was da für Sprachen drin sind. Sehr lustig und man kann an diesen Einstellungen auch meistens sehen, Deutsch 1996, das sind die alten Quark-Dokumente in dem Fall. Und die wurden halt einfach über Jahre durchgerettet und nie hat jemand einfach mal das neue Wörterbuch genommen. Und keiner wundert sich oder alle wundern sich, warum wir per Hand immer trennen müssen. Liegt einfach daran. Netter Nebeneffekt. Und wenn ihr jetzt was Englisches habt, ihr könnt es auch mit der Funktion hier umbauen. Also wenn ich diesen Text beispielsweise auswähle und ich möchte ihn Englisch haben oder Französisch oder ist völlig egal, dann könnt ihr hergehen und könnt das beispielsweise, könnt ihr ein bisschen auswendig lernen an der Stelle, könnt ihr das Ganze auch umschalten über diese ganzen Shortcuts, die es hier gibt. Und ich mache jetzt mal Ganze farblich hervorheben. Ich sehe jetzt erstmal meine Überschrift, die habe ich schon Englisch, deswegen ist die grün markiert, wie es unten eingestellt wurde beispielsweise. Der Text ist es aber noch nicht. Eine Option, wenn ich es ordentlich mache, ist, ich baue mit Absatzformaten. Aber ganz ehrlich, wenn es dann so heißt, gestern musste online sein, ja, muss man nicht. Und darüber kann ich aber jetzt auch über dieses Plugin sozusagen, kann ich auch einfach hergehen und kann sagen, du pass auf, mach einfach ein neues Absatzformat mit Sprache 1 oder 2, in meinem Fall Sprache 2, in dem Panel die englische Variante. Das heißt, ich mache entweder eine neue Sprache oder ich kann beispielsweise auch einfach das Ganze umbauen, ich drehe das Absatzformat um. Oder, was auch noch eine Geschichte ist, ich kann einfach die Sprachen, also die Zeichen einfach per Absatzformat Verletzung, die böse Variante, umstellen, sozusagen. Und dann habe ich es richtig. Jetzt habe ich einfach gewechselt, weil jetzt ist mal Englisch mein maßgebliches Dokumentensprache. Damit habe ich jetzt korrekt dabei sozusagen den ersten Teil in Englisch gebaut und den zweiten in Deutsch gebaut. Wenn ich das Ganze ausgebe, kann man sich das auch im Tag-Panel dann anschauen. Und wenn ich einen Screenreader benutzen würde, würde der, sofern der den Sprachwechsel unterstützt, die Sprachen entsprechend korrekt ummappen in der Wiedergabe. Ja? Aber wie gesagt, das Feature finde ich vor allen Dingen deswegen toll, weil man immer sieht, wie gut die Dokumente sind.
Das fand ich sehr erstaunlich. Okay. Ein paar Sachen habe ich noch. Und zwar die schönsten Sachen gebe ich mir bis zum Schluss auf. Tabellen. Wer arbeitet gern mit Tabellen in InDesign? Stefan, das war ja klar. So viele Leute, die gern mit Tabellen arbeiten. Okay, bei dir war das auch klar. Tabellen, das ist auch so eine Geschichte. Da habe ich mich am Anfang immer gefragt, Tabelle einfach reinsetzen, bunt machen, so wie ich es jetzt hier auch habe. Und das ist eine Geschichte, das ist von der Semantik her natürlich eigentlich was ganz anderes, weil hier sehe ich sogar relativ farblich gut, wenn ich irgendeinen Eintrag aus der Tabelle haben möchte. Also beispielsweise diesen Eintrag. Was interessiert mich denn von dieser Tabelle? Im Regelfall will ich erstmal wissen, was ist denn das? Und das Ganze steht im Regelfall immer im Kopf der Tabelle. Das ist hier oben. Das heißt, das ist eine Auflistung aller Hauptstädte, das ist eine Auflistung aller Länder. Dementsprechend muss ich eigentlich immer als Referenz haben den Tabellenkopf. Und den Tabellenkopf kann man super in InDesign bauen. Den klicke ich einfach an und sage hier, Tabellenkopf zeigen. Dann macht er das, hat einen netten Nebeneffekt, dass wenn ich eine mehrseitige Tabelle habe, wird die Überschrift immer automatisch hingeschrieben. Gebe ich das Ganze aus mit der normalen InDesign-Funktion, machen wir das mal auf die Schnelle. Dann kriege ich mein Dokument hier angezeigt und hier oben, man hat es eben schon davor an sich gesehen, sehe ich halt einen kleinen TH-Eintrag, das ist der sogenannte Table Head. Und damit ist das Ding auch barrierefrei, das heißt, jeder, der jetzt unten in irgendeiner Spalte drin ist, kann einfach sagen, gib mir den Tabellenkopf aus, damit ich weiß, wo ich jetzt in der Tabelle bin. Das ist das ganz einfache Beispiel, das kriegt auch jeder mit Bordmitteln hin. Und komplizierter wird es, wenn ihr dann andere Tabellen habt. Und zwar in dem Fall hier beispielsweise habe ich jetzt einen Tabellenkopf auf der oberen Seite, wie man es kennt, und einen hier in der Seitenleiste. Bedeutet für euch, wenn ihr jetzt in diesem Eintrag hier seid, den habt ihr jetzt gerade beispielsweise, dann ist das so, ihr müsst wissen, okay, wozu gehört der Preis? Ihr wisst einmal, es ist ein Doppelzimmer, aber ihr habt noch keine weitere Referenz. Ihr wisst dann maximal erst, wenn ihr hier rüber guckt, ah, das ist Kategorie B. Diese beiden Varianten, die sind für euch interessant. Und dieses Feature hätte ich gerne in InDesign, dass ich das zum Tabellenkopf machen kann, geht aber nicht. Könnt ihr euch biegen und wenden, wie ihr wollt. Ihr könnt es per Hand mit einer Akrobatte nachtaggen. Aber ich habe vorhin schon gesagt, ich mag das nicht. Weil, wenn ihr eine Korrektur im Dokument wieder macht, eine rein inhaltliche Korrektur, fangt ihr wieder von vorne an. Deswegen, nicht schön. An der Stelle hat Made2Take ein relativ simples Feature eingebaut. Ihr geht einfach in die Tabelle rein und dann gibt es hier unten eine Funktion, die heißt Quick Headers. Das ist die Funktion, die ich gerne in InDesign hätte, die InDesign aber nicht bietet. Ich sage einfach, okay, pass auf, meine erste Spalte und meine erste Zeile sind Tabellenköpfe. Kann mir das auch noch anzeigen lassen. So, ja, so schaut das Ganze aus. Und jetzt ist es an der Stelle aber essentiell, ihr dürft es jetzt nicht mehr mit InDesign ausgeben, weil InDesign kennt diese Information eigentlich nicht. Ihr müsst es jetzt an der Stelle logischerweise auch mit Made2Take ausgeben. Und wenn ihr das macht an der Stelle, lasst euch das danach anzeigen, dann ist es de facto so, es sieht haargenau so aus, aber in der semantischen Struktur, ihr seht schon, im Kopf. So funktioniert das Ganze. Bisschen Zeit habe ich ja noch, dann nehmen wir gleich mal ein schlimmes Beispiel. Wenn mein InDesign dann macht, die Tabelle ist immer sehr anspruchsvoll, habe ich so das Problem. Ich glaube, das ist der Raum. Ja, Markus Jaska hatte eben auch total viele Probleme. Ich mache jetzt mit an der Stelle. Fangen wir mal von vorne an. Während mein Rechner neu startet, gibt es denn schon irgendwelche Fragen zu irgendwelchen? Ja, bitte. Vorher benutzte Kreuzung? Also, da kann man ja verschiedene Optionen ankreuzen. Warte mal kurz, ich mache jetzt mal, ich schneide gleich das Dokument auf. Ach, da war meine Tabelle sogar. Aha, da ist ja doch die schöne Tabelle. Genau, du meinst, ob ich diese Kreuze genau. hier. Die hast du immer weggenommen, wenn du was anders Nee, demonstriert hast. ich habe letztendlich nur umgebaut, weil du kannst wählen, ob du Montageflächen ausgibst oder nicht. Das hier im Ja, InDesign gut, das exportiert. Montageflächen nicht, aber da sind ja Kreuze, die sich nicht wieder. Welche Kreuzchen meinst du die drei hier oben? Das sind ja nur die einzigen. Also ich. Ja, Inhaltsverzeichnis hier so ein verankerter Rahmen. Genau, also de facto ist es so, Montageflächen ist InDesign-Funktion, das ist keine Hexerei. Die beiden hier, das sind eigene. Verankerte Rahmen optimieren, verankert die Rahmen, wenn du es brauchst. Theoretisch kannst du das Ding anlassen, wenn du keine verankerten Rahmen hast, dann optimiert er auch nichts. Ja, also das ist, könnte man per Default einschalten. Aber eigentlich könnte doch auch Inhaltsverzeichnis optimieren immer anbleiben, oder nicht?
Wenn du keins hast, brauchst du es beispielsweise nicht. Also es kommt immer teilweise auf die Dokumente drauf an, wenn du beispielsweise die Problematik hast, dass du sehr große Dokumente hast, die mehrfach verschachtelt sind, wo auch mehrere Inhaltsverzeichnisse sind, wo du teilweise die Inhaltsverzeichnisfunktion missbraucht hast, weil es eigentlich keins ist, dann würdest du dieses Feature auf jeden Fall ausschalten, ja. Weil du ja sonst Sachen anstellst, die eigentlich nicht gesund sind. Mit den verankerten Rahmen genau dasselbe. Oder beispielsweise in Tabellen gibt es auch Leute, die bauen halt Formulare mit Tabellen auf. Das ist semantisch eigentlich auch nicht korrekt. Da muss man auch von hinten durch die Wurst ins Auge, sage ich jetzt mal. Deswegen von der Sache her, diese beiden Haken kannst du, wenn du lustig bist, immer anhaken. Okay. Solange du nicht irgendwelchen Schindluder mit deinem InDesign getrieben hast, macht das keinen Unterschied. Gut, da meine Tabelle wieder da ist, können wir jetzt mit der schönsten Tabelle der Weltgeschichte anfangen. Die ist, als ich sie erstmal gesehen hatte, hatte ich erstmal Probleme, den Inhalt zu verstehen. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr mal so große Tabellen habt, wo ihr wirklich dann die Arme ganz weit auseinander machen müsst, damit es funktioniert. Diese Tabellen sind gerne gesehen so im Versicherungs- und Bankenbusiness, wo die versuchen, alle Informationen in eine Tabelle unterzubringen. Und dann landet man irgendwann hier, sagt keiner, und fragt sich ja manchmal, wie bin ich hier hingekommen? Und dann versucht man den Weg zurückzugehen, warum bin ich da gelandet? Man hat meistens geguckt, okay, in dem Fall, was für eine Leistung hätte ich gerne? Ich möchte halt gucken, wie ist es jetzt zum Beispiel mit der Verrechnungssteuer. Bei der Verrechnungssteuer interessiert mich jetzt der Steuersatz, und zwar der für ein Geschäftskonto für Fremdwährung. Und dann stelle ich noch fest, okay, wie ist es mit den Kontoauszügen, da muss ich runtergehen. Und so hangle ich mich de facto durch die Tabelle durch. Das ist so ein bisschen wie so ein Labyrinth, ihr steht am Anfang und entscheidet euch, geht ihr nach rechts oder nach links, wenn ihr verlaufen habt, geht ihr wieder zurück und fangt von vorne an. So ungefähr funktionieren viele von diesen Tabellen. Und hier ist es de facto so, dass ihr mit den normalen Tabellenfunktionen von InDesign absolut aussteigen müsst. Weil, wenn ich in dieser Tabellenzelle hier bin beispielsweise und ich möchte wissen, wie bin ich denn hier hingekommen, interessiert mich nicht nur die erste Zeile oben und die erste Spalte, sondern mich interessieren auch die Zwischenspalten und die Zwischenüberschriften, die ich de facto habe. Das ist genauso, als wenn ihr im Kapitel 7.8.4. seid, dann wisst ihr auch, ihr seid also im 7. Kapitel, im Unterpunkt und so weiter. Das ist de facto genau dieselbe Logik, die jetzt nur in Tabellenform vorliegt. Das heißt, ihr könntet die Tabelle rein theoretisch semantisch vollständig auseinandernehmen, textuell wiedergeben, wäre ein bisschen kompliziert, so ist es nicht kompakt. Und jetzt ist es de facto so, dass ihr auch mit Main-to-Tag nur wirklich weiterkommt. Also selbst in Acrobat kann ich euch das nicht empfehlen. Und zwar gibt es hier eine Funktion Smart Headers. Ich gebe jetzt auch mal die Tabellenzellen vor. Und hiermit könnt ihr jetzt unterschiedliche Abhängigkeiten innerhalb der Zellen machen. Hänge jetzt mal extra, also ich mache jetzt die Editierfunktion an. Wenn ihr die einschaltet, bitte nicht in den Textmodus wechseln, was auch immer. Wir sind jetzt wirklich in einem speziellen Editiermodus für Tabellen. Und jetzt kann ich beispielsweise definieren, okay, pass auf, Leistung. Leistung ist der Spaltenkopf für alles, was drunter kommt. Das heißt, ich kann jetzt mit der Apfeltaste einfach den Part hier markieren. Und damit definiert er nur einzeln für diesen Bereich, das gehört jetzt zueinander. Und jetzt kann ich weitermachen. Ich kann sagen, okay, Kontoführung, das ist der Bereich. Also hier hat auch jemand, wie man sieht, ein bisschen geschludert in Anführungszeichen. Das ist der Kopf für diese drei. Und so macht man das Ganze weiter. Unten sieht man es noch sehr gut. Kontoauszüge ist die Überschrift sozusagen für den inneren Bereich, der jetzt hier kommt. Und dann habt ihr jetzt de facto nochmal eine Unterüberschrift. Das heißt elektronisch Papier und so weiter und so fort. Das ist eben für diesen unteren Bereich hier wieder die entsprechende Unterüberschrift. Und so verschachtelt sich die Tabelle immer weiter aneinander. Aber ich habe eben die Funktion, wenn ich nachher einen Screenreader benutze und ich bin hier auf meinem kostenlos, kann mir der Screenreader zum Beispiel sagen, okay, kostenlos gilt für auf Papier und du bist im Bereich, in meinem Fall vierteljährlich, und das gehört zu den Kontoauszügen. Weil das ist sozusagen die Logik, die ich ja brauche, um dieses Labyrinth vorwärts und rückwärts zu gehen. Braucht man am Anfang extrem viel Verständnis. Und das ist aber das Schöne dabei, man lernt auch verstehen, wie die Inhalte zueinander gekommen sind. Und was ich teilweise inzwischen häufig schon machen muss, ich gehe dann zu den Redakteuren und sage, das ist nicht logisch. Also nicht nur, dass ich es nicht verstehe, sondern es ist auch semantisch nicht logisch. Das ist eine der Hauptprobleme, auch die ihr habt. Viele Leute verlangen von euch, dass ihr Dokumente barrierefrei machen sollt. Die gehen nicht barrierefrei, selbst für irgendjemanden, der super prima gucken kann und alle Augen hat und super Gehör und alles kann, geht nicht. Einfach unverständlich. Das ist auch eine klassische Geschichte, ihr seid keine Redakteure, die irgendwas schön machen müssen. Diese Funktion hilft euch dabei, die Tabelle so barrierefrei zu machen, dass man sie vernünftig konsumieren kann, ob man es dann versteht. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja? So, ich schalte das jetzt extra mal aus. Kommt. Ich gebe das jetzt mal nicht aus. De facto ist es dasselbe, was ihr eben gesehen habt, dass die entsprechenden Geschichten alle rot wären. Ich habe nämlich bloß noch 4 Minuten. Das zeige ich euch lieber noch ein paar andere Sachen. Formulare. Wer baut denn InDesign Formulare? Wer benutzt dabei Umlaute?
gab einen bekannten Bug in CSS mit Umlauten, deswegen frage ich mal an die Stelle. Ich habe eins mal vorbereitet, das ist eine relativ simple Geschichte. Ich kann ja seit CSS in InDesign direkt Formulare bauen. Und von der Sache her, ich zeige es mal in einem Feld einfach, man nimmt sich hier an der Stelle die entsprechende Palette unter Interaktivität und dann die Schaltflächen und Formulare. Und dann kann ich einfach ein Objekt sozusagen anklicken und kann sagen, du pass auf, ich hätte dich jetzt gern als Textfeld. Und dann, wenn ich es jetzt als interaktives PDF ausgebe, kann ich da was eingeben. Das Ganze habe ich auch so gebaut, damit ich nachher schon eine Inhaltsreihenfolge habe, die stimmt, dass ich an der Stelle dieses Objekt sozusagen im selben Textfluss habe wie das andere. Das heißt, diese Objekte sind in einer Zeile. Und damit kommt es nachher im Barrierefreien auch so raus, dass mir erst der Freitext vorgelesen wird und dann kommt das entsprechende Feld. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet und fertig gemacht. Das heißt, das ist jetzt mein Textfeld. Und damit das Ganze nachher vernünftig barrierefrei wird, muss ich den Leuten natürlich auch mitteilen, was kommt denn da eigentlich rein. Weil die Leute nicht zwingend das ganze Formular nach vorne und hinten lesen, sondern die sagen einfach, okay, ich weiß, das ist ein Formular. Ich springe jetzt von Formularfeld zu Formularfeld und das Formularfeld selber muss mir einfach Informationen geben, was hätte er jetzt denn gerne. Ich habe keine Lust, den Text außenrum zu lesen. Dazu gehe ich wieder in den entsprechenden Bereich rein, Schaltfläche und Formulare. Und was man jetzt hier sieht, ich habe jetzt einmal die Möglichkeit, einen normalen Feldnamen zu definieren. Das könnt ihr da relativ Luft und Laune machen. Was das eigentlich interessant ist der Bereich hier unten. Das ist die sogenannte Beschreibung. Das ist der Tooltip, den ihr dann bekommt, auch ein Akrobat. Also wenn ihr mit einer Maus über so ein Formularfeld rüberkommt, geht unten ein kleines gelbes Feld auf, da steht es dann entsprechend drin. Und der muss eben so entsprechend definiert sein, dass jeder weiß, was da rein soll. Das heißt, wenn ich jetzt hier entsprechend Freitext haben möchte, dann schreibe ich da rein, bitte schreib einen Freitext rein. Und wenn es halt heißt, ja, gib bitte deinen Namen ein, dann sollte da eben schreiben Namen entsprechend. Diese Funktion ist damit gemeint. Bei Checkboxen, was ihr auch machen könnt, ist die Sache ein bisschen komplizierter, weil ihr könnt die Checkbox anhaken oder aushaken. Das heißt, es reicht also nicht aus, wenn da irgendwie dran steht, buchen oder was auch immer, sondern ihr müsst die vernünftige Komplettinformation hinterlegen, die eigentlich de facto vorher liegt. In meinem Fall habe ich jetzt einfach mal reingeschrieben, trinken Sie Ihren Kaffee mit Milch. Und wenn ich das haben will, kann ich den Knopf reindrücken. Wenn nicht, lasse ich ihn raus. Der Nutzer, der den Screenreader beispielsweise nutzt, kriegt einfach das Feedback gesetzt oder nicht gesetzt. Bei den Optionsfeldern ist es ähnlich. Da habt ihr aber noch die Zusatzinformation, dass ihr einen Schaltflächenwert hintergeben könnt. Das ist eigentlich wichtig für die Datenverarbeitung hinterher. Und das kann aber sozusagen auch ausgegeben werden. Und für alle, die CSS benutzen, am besten nirgendwo hier Umlaute verwenden. Alle, die schon weiter sind, die können sich trauen, mit Umlauten zu arbeiten. Die Funktion, die ich jetzt hier in InDesign benutze, ist de facto auch dieselbe, die ich in Acrobat habe. Nur mit dem Vorteil, dass ich rein theoretisch, wenn ich ein bisschen Tricks an manchen Stellen, Print-Layout und Digitalversion sozusagen in einer Version wegfrühstücken kann und dann einfach noch Sache ausgeben. Was über diesen Weg definitiv nicht geht, ist irgendwelche JavaScript-Logik. Die ist nicht vorhanden. Ich gebe das Ganze mal aus, damit ihr das Ganze auch einmal in Live gesehen habt, wie das Ganze funktioniert. Einmal anzeigen, dann haben wir noch ganz gut, glaube ich. So, und jetzt habe ich hier mein normales Formular, wo ich halt reinkomme und hier seht ihr schon, ich fahre jetzt einfach drüber, kriege diesen Tooltip und das ist die Information, die sozusagen auch der Screen wieder ausgibt. Selbe bei den entsprechenden anderen Fällen. Wenn ich jetzt in die Ansicht hier gehe, dann ist es genau diese Geschichte, ich habe jetzt hier ein Formfeld, wo ich theoretisch dann anhaken oder abhaken kann. So ist halt einfach nur die Logik, damit jemand ein Formular benutzen kann. Formularfelder müssen die entsprechenden Werte zurückgeben, dass der User weiß, was eingetragen wird. So, jetzt überziehe ich noch ganz schnell. Ganz schnell. Ich habe mal mich versucht an einem schönen Layout. Ja, ein schönes, wildes Layout. Das Ganze mit der Barrierefreiheit hat halt einfach seine Grenzen. Also wenn jemand versucht, einen Roman auf einer Seite in Form von irgendwelchen Layouts, Strichen, Pfeilen, ähnlichem mehr irgendwie zu hinterlegen, das hat einmal satztechnische Hürden, wie ihr alle wisst und kennt. Oh, jetzt bin ich weg. Aber egal. Zeit ist rum, das ja also. Ihr habt ja gleich Mittag. De facto macht nicht alles barrierefrei. Also es geht nicht alles und... Ach so, mein Akku ist alle. Das ist ja eine schöne Geschichte. Also auf jeden Fall, macht nicht alles barrierefrei. Also was man möglichst vermeiden sollte, genauso wie im EPUB, sagt nicht, ist alles ein Bild, Alternativtext, das ist ein Bild, besser ging es nicht. Also das bitteschön nicht. Versucht möglichst viel Wert rüber zu retten und rauszuretten. Aber was ihr nicht hinbekommt, ist zum Beispiel diese Logik von wegen... Irgendwer muss erst das lesen, dann diesen Fall erkennen und verstehen und dann den Text nach hier schieben und die Markierung, die auf dem Bild, die soll auch erkannt werden. Das sind Sachen, das ist eine natürliche, logische Grenze, wo auch der Sehende irgendwann sagen würde, was ist denn das?
Ja? Effekte vor allen Dingen auch, die so erreicht werden über Halbtransparenz oder ähnliches mehr. Ganz wichtig, solche Sachen lassen sich nicht rüberrennen. Also es gibt auch keinen Bold oder Kursiv im Getaggten. Das gibt es nicht. Ihr müsst das alles auf eine andere Art und Weise machen. Das ist auch wieder ein sehr schöner Hinweis, ihr müsst verstehen, was ihr da gebaut habt, damit das auch entsprechend transportiert wird. Das ist eigentlich schon die Verantwortung als Designer. Also keiner käme jetzt auch theoretisch auf die Idee zu sagen, hier hätte ich jetzt gern Farbe für Text in Papier. Das wäre ein schlechter Designer in meinen Augen. Ne? Und das sollte man aber einfach schon beim Design im Hintergrund haben. Und da ich schon überziehe und ihr gleich essen wollt. Wer Mail-to-Tag testen möchte, also ich finde es ist ein sehr nützliches Tool und bei mir in der praktischen Arbeit ist es so, es hat sich nach der ersten Publikation auch schon gerechnet, weil du verlierst nicht so viel Nerven, kriegst nicht so viele graue Haare. Könnt ihr also gerne runterladen, ich habe euch einfach einen Shortlink generiert, PK15 Mail-to-Tag. Könnt auch sonst bei Carina, wenn sie da noch sitzt, genau da hinten, die steht auch draußen am Stand. Was mich auch brennend interessieren würde, unabhängig, also wie gesagt, ich kriege da keine Provision dafür, was ihr für Features noch gerne hättet oder so. Also ich rede auch regelmäßig mit den Herrschaften von Axario, was die gerne hätten. Also könnt ihr mich auch gerne, weil mich das auch allgemein interessiert, weil ich mich auch mit dem UA-Standard sehr viel beschäftige. Und sonst vielen Dank.